So, wir sehen uns heute eine ziemlich sinnlose Klausuraufgabe an. Wir nehmen also an, dass hier ein Tanker im Prinzip ausgelaufen ist und Öl verteilt. Und wir sollen hier einen riesengroßen Gummischlauch rumlegen, um dieses Öl eben im Prinzip einzufangen. Dieses Öl, dieser Ring, der sieht im Schnitt so aus, dass wir hier einen Vollgummireifen haben. Und dieser Vollgummireifen soll hier also ganz rumgelegt werden. Und dabei soll das Rohgummi genau die Hälfte vom Rohwasser sein, sodass der genau halb rausguckt. Wenn wir also hier das archimedische Auftriebsprinzip nehmen, dann stellen wir fest, dass wenn wir das für dieses Teil hier machen, dann haben wir also diese Fläche hier, ist die Fläche der verdrängten Flüssigkeit. Wir nehmen an, dass R viel größer als R ist. Deswegen können wir uns hier angucken, ein Stück der Länge dl und von der Krümmung absehen. Und dann können wir feststellen, dass da die Auftriebskraft, die wir haben, das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit ist. Ich sage also, in der Richtung hier habe ich einen dl. Hier habe ich eine Fläche pi r Quadrat halbe. Und dann kann ich sagen, habe ich eine Auftriebskraft nach Archimedes. Das ist rho Wasser mal g mal dem Volumen der verdrängten Flüssigkeit pi r Quadrat halbe mal der Länge l oder dl. Und das muss gleich dem Gewicht sein. Das ist Rho Gummi mal G mal PR Quadrat mal DL. Wenn ich die beiden gleichsetze, stelle ich fest, der Schlauch ist gerade zur Hälfte drin. Was uns klar ist, wenn das spezifische Gewicht des Gummis die Hälfte vom Wasser ist, dann geht er genau bis zur Hälfte. Warum ist die Aufgabe Unsinn? Normalerweise ist ein Schlauch aufblasbar, das heißt, wir haben innen Luft und wir haben hier außen eben die Gummihaut und dann würden wir eben wesentlich effektiver arbeiten können. Dann könnten wir also im Prinzip hier einen aufblasbaren Gummischlauch nehmen. Der würde natürlich praktisch so im Wasser liegen. Und dann könnten wir hier im Prinzip etwas unten dranhängen und hier unten ein Gewicht dranhängen. Und durch das Gewicht könnte er dann zum Beispiel so im Wasser liegen. Und dann hätten wir eben eine viel größere Höhe, die wir abdecken können mit dem Öl. Und dann könnten wir eben wesentlich weniger Material verbrauchen, weil wir hier nur eine dünne Hülle haben, hier auch nur eine dünne Hülle und hier unten ein klein wenig Ballast. Und dann hätten wir eine etwas sinnvollere Konstruktion. So müssten wir sehr viel Gummi verballern, um sehr wenig Öl einzugrenzen. Konstruktiv ist die Aufgabe deswegen schon mal Unsinn. So, es geht jetzt um die Frage, wenn wir jetzt die eine Seite also mit Öl auffüllen, dann können wir davon ausgehen, dass sich hier auf der einen Seite, zum Beispiel nehmen wir mal an, das Öl wäre jetzt auf dieser Seite hier, dann wird sich hier eben im Prinzip das Öl, weil es leichter ist, höher bewegen. Und wir nehmen jetzt erstmal an, dass das Rohöl natürlich kleiner als Rohwasser ist. Und das nehmen wir an, dass Rohwasser halbe kleiner Rohöl und kleiner Rohwasser ist. Dann wird eben im Prinzip dieses Öl sich im Prinzip hier aufbauen und im Grenzbereich wird dieses Öl gerade unten versuchen drunter zu gehen. Wir nehmen also erstmal an, dass wir hier Wasser haben und dass wir hier Öl haben. Und wir überlegen uns jetzt, ob das so eine sinnvolle Skizze ist und wir werden feststellen, dass das Ergebnis negativ ist. Also weil erstmal das Rohöl, das ist die realistischere Annahme, größer ist als Rohwasser halbe, wird sich das Wasser erst das Öl hier unten in Marsch setzen und wenn das Ding voll aufgefüllt ist, wird er also nicht oben drüber laufen, sondern unten drüber laufen. Und wir nehmen jetzt zuerst mal an, dass der Wasserspiegel hier genau wieder auf der Mitte ist und durch den Schwerpunkt geht. Dann stellen wir fest, durch die hydrostatische Grundgleichung nehmen wir also zum Beispiel an, dass Rohöl gerade 2/3 Rohwasser ist. Dann muss durch die hydrostatische Grundgleichung, wenn diese Strecke hier R ist, muss gelten, dass Rohwasser mal G mal R gleich Rohöl mal H mal G ist. Das heißt, wenn zum Beispiel wir dieses hier als Beispiel haben, dann hätten wir also eine Höhe H. Und das wäre gerade der Reziprokwert 3 halbe R. Wenn wir das reinsetzen, kürzt sich also G raus. Rohwasser und Rohöl kürzt sich durch diese Gleichung raus und wir bekommen das über. Und jetzt würden wir also feststellen, dass hier wäre also R halbe in unserem Beispiel.
und die hydrostatische Grundgleichung wäre erfüllt, sodass wir hier unten den gleichen Druck haben wie oben. Und jetzt gucken wir dieses Kontrollsystem an und überlegen uns, ob dieses Kontrollsystem im Gleichgewicht sein kann. Wir stellen fest, wir haben hier unten den gleichen Druck wie vorher. Dieser Druck ist, wenn ich den Luftdruck überall mal ausrechne, ich lasse also das PA überall weg, dann habe ich nur noch den Überdruck. Das ist Rho Wasser mal G mal R. Das ist der Druck. Und der wirkt auf einer Fläche. Das ist gerade dL. Das ist also die Länge hier. Mal 2a. Und wenn ich das miteinander multipliziere, habe ich hier den Druck und hier die Fläche. Und das Produkt ist die Auftriebskraft und die Auftriebskraft ist die gleiche geblieben. Wir wollen jetzt gucken, ob die Gewichtskraft auch die gleiche geblieben ist. Das Gewicht von dem Gummi ist natürlich das gleiche geblieben. Das Gewicht von dem Wasser hier ist auch das gleiche geblieben. Aber leider ist diese Fläche hier wesentlich kleiner als diese Fläche hier. Das bedeutet, die Fläche wächst also zuerst sehr klein und dann sehr groß. Und insgesamt muss ja das Gewicht von dieser Ölmenge und dieser Ölmenge, dieser Wassermenge hier entsprechen, damit ich genau dieselben Verhältnisse habe wie vorher. Und wir stellen fest, dass diese kleine Ölfläche hier dazu nicht in der Lage ist. Das bedeutet, dass der Druck von unten höher ist als die Gewichtskraft von oben. Es kommt hier also nur sehr wenig Gewicht dazu. Und das ist nicht in der Lage, der großen Druckkraft hier unten das Gleichgewicht zu halten. Deswegen geht der ganze Ölfilm nach oben, der ganze Ring nach oben. Und dieses Bild, das hier durch den Mittelpunkt geht, ist falsch. Also müssen wir ein richtiges Bild malen und dieses richtige Bild will ich jetzt malen. Das gilt wie gesagt immer nur jetzt für diese Annahme hier. Das heißt, dass Rohöl größer ist als Rohwasser halbe und das bedeutet praktisch gesagt, dass das Öl unterhalb durchläuft. Diesen Sonderfall, den gucken wir uns jetzt also an und wir wollen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich male also nochmal das ganze Teil rein. Er malt im Moment nicht, jetzt malt er wieder. So, das soll jetzt also die richtige Skizze sein. Und wie gesagt, der Wasserspiegel ist hier ein wenig niedriger. Wir wollen also hier annehmen, dass wir hier einen Winkel haben. Und wir wollen annehmen, dass wir hier einen zweiten Winkel haben. Diese Winkel haben im Prinzip nichts miteinander zu tun. Wir malen eine gestrichelte Faser. Und das hier ist der Winkel Phi 1. Das hier ist der Winkel Phi 2. Und wir haben im Prinzip jetzt hier unseren Wasserspiegel. Hier ist also Wasser und hier oben ist Öl. So, und jetzt legen wir hier, es ist also hier ist erstmal Öl und hier ist Wasser und hier ist gerade die Trennungslinie. Unten geht das Ganze genau bis hierhin und darunter ist Wasser und hier ist Öl und hier ist Wasser. Wir legen ein Kontrollsystem rein. Dieses Kontrollsystem sieht so aus. In der Aufgabenstellung steht erstmal, wir dürfen das Gewicht der Luft vernachlässigen. Das hier ist also unser Kontrollsystem. Und wir stellen jetzt fest, dass wir hier eine Fläche haben, die nenne ich A1. Wir haben hier eine Fläche A und wir haben hier eine Fläche A2. So, und jetzt können wir zwei Gleichungen aufstellen. Und das ist einmal die hydrostatische Grundgleichung. Und die sagt, dass der Druck hier gleich dem Druck hier ist. Und das sagt aus, ja, die Frage jetzt nenne ich die Höhe h oder nenne ich sie gleich richtig. Also die Höhe ist ja r minus r mal Sinus phi. Also r mal 1 minus Sinus phi ist diese Höhe hier. Und das nehme ich mal Rho Wasser mal g. Und das ist gleich diese Höhe hier. Also R mal 1 plus Sinus Phi mal Rho Öl mal G. Und das hier ist der Winkel Phi 1 und das hier ist der Winkel Phi 2. So, das ist also erstmal eine Gleichung für die beiden Unbekannten Phi 1 und Phi 2. Und jetzt brauchen wir noch eine zweite Gleichung. Und die zweite Gleichung ist die Summe der Kräfte in Y-Richtung für unser Kontrollsystem unter der Annahme, dass R viel größer
größer als R ist und dass die Luft vernachlässigbar ist. Dann können wir Folgendes aussagen. Wir haben also von hier unten erstmal die Auftriebskraft. Die wollen wir ausrechnen. Da haben wir also den Druck, den kennen wir hier schon. R mol pro Wasser mal G mal 1 minus Sinus Phi 2 ist also der Druck, den wir hier überall auf der Fläche unten haben. Und das nehme ich mal 2R, das ist diese Kante hier. Und das nehme ich mal der Länge dl. Dann müssen wir davon abziehen, das Gewicht pi r Quadrat mal rho Wasser halbe ist also das Gummigewicht. Das hier ist also das Gewicht des Gummis. Ja, also hier das Endenteil. Dann müssten wir abziehen minus die Fläche A1 plus A mal Rho Öl mal G, das ist diese Fläche hier und diese Fläche hier. Und das Ganze müssen wir noch multiplizieren mit dl. Hier fehlt auch das dl. Das dl kürzt sich natürlich überall raus. So, und dann haben wir noch abzuziehen das Gewicht des Wassers, also diese Fläche hier. Und das ist die Fläche A2 mal Rho Wasser mal G mal dl. Und das Ganze hier ist gleich 0. Und damit haben wir zwei Gleichungen für zwei Unbekannte, die natürlich nur mit den Methoden der Numerik aufgelöst werden können. Das nennen wir also transzendente Gleichung. Und über das Auflösen sollten wir uns keine Sorgen machen. Dagegen sollten wir uns noch Sorgen darüber machen, wie man die Fläche A1 und die Fläche A2 bestimmt. Das gucken wir uns jetzt nochmal neu an. Wir haben also im Prinzip ein wenig Geometrie noch zu knacken und diese Geometrie sieht so aus. So, hier ist der Radius R, hier ist der Radius R und die Fläche, die wir jetzt hier haben, das ist diese Fläche hier, die wir bestimmen wollen. Jetzt haben wir insgesamt folgende Flächen. Wir haben erstmal ein großes Rechteck und dieses große Rechteck soll uns zu Fläche A1 führen. Wir sagen also, die Fläche A1 rechnen wir wie folgt aus. Wir nehmen erstmal diese große Rechteckfläche. Die hat die Grundseite r und die hat die Höhe r mal Sinus phi. Das ist der Winkel phi 1, also r mal Sinus phi 1. Grundseite mal Höhe ist die Fläche von diesem ganzen Teil hier. Davon ziehen wir ab die Fläche von dem Gummi. Und das ist gerade r Quadrat halbe mal phi 1. Wie komme ich da drauf? Wenn wir uns ein beliebiges Kreissegment angucken, können wir das aufteilen in infinitesimal kleine Dreiecke. Diese infinitesimal kleinen Dreiecke haben hier r und hier r d phi. Und deswegen können wir das Volumen eines Kreissegmentes aufstellen als Integral r Quadrat d phi von 0 bis phi. Phi 1 zum Beispiel. Und wenn Phi 1, ja, da kommt also raus r Quadrat halbe erstmal. Das ist ein halb Grundseite mal Höhe, also r mal r d Phi halbe. Und dann kommt raus r Quadrat halbe mal Phi 1. Und wenn ich für Phi 1 zum Beispiel 2 Pi einsetze, stellen wir fest, kommt Pi r Quadrat raus. Stimmt also. So, wir haben jetzt also von der ganzen Rechteckfläche die Fläche von diesem Teil hier abgezogen. Jetzt müssen wir noch diese Fläche hier abziehen und das ist eine Dreiecksfläche, also 1 halb mal Grundseite r mal Cosinus phi mal Höhe r mal Sinus phi und der Winkel ist phi 1. So, damit habe ich die Fläche A1. Die Fläche A ist natürlich sehr einfach auszurechnen. Die Fläche A ist also diese Fläche hier und dazu brauche ich also nur die Rechteckfläche zu nehmen, das ist r Quadrat, und davon die Viertelkreisfläche abzuziehen, und das ist pi r Quadrat Viertel. Wir erhalten also r Quadrat mal 1 minus pi Viertel raus. Die nächste Fläche ist jetzt noch ein bisschen interessant, die Fläche A, die Fläche, die wir auf der anderen Seite haben. Ich versuche sie noch mal reinzumalen. Wir sind jetzt also im Prinzip dabei. Hier ist der Wasserspiegel
Unser Kontrollsystem haben wir so gelegt. Und wir wollen jetzt diese Fläche hier bestimmen. So, und dazu kennen wir ja diese Fläche hier, weil wir die gerade schon bestimmt haben mit der schönen Formel hier. Und wir kennen auch die Fläche hier, die wir auch hier gerade bestimmt haben. Wir brauchen jetzt also im Prinzip nur den Winkel Phi1 durch den Winkel Phi2 zu ersetzen. Dann bekommen wir die Fläche hier. Die andere Fläche A ist die volle Fläche hier. Also bildet die Differenz die Fläche aus, die ich haben will. Das ist die Fläche A2. Und damit kann ich jetzt die Fläche A2 aufstellen, indem ich also einfach sage, das ist A minus dem hier. Und das ist also R Quadrat mal 1 minus Pi Viertel. Ist also die Fläche hier. Und jetzt wird hier noch das R Quadrat ausgeklammert und Phi1 durch Phi2 ersetzt. Das R Quadrat haben wir ausgeklammert. Das heißt, ich habe hier minus Sinus Phi1 plus Phi1 halbe und plus 1/2 Cosinus Phi1 Sinus Phi1. Damit habe ich alle Flächen bestimmt und mit meinen beiden Gleichungen, hydrostatischer Grundgleichung und der Summe der Kräfte in Y-Richtung, bekomme ich jetzt zwei Gleichungen für zwei Unbekannte, die ich nach Phi1 und Phi2 auflösen kann. Besonders einfach ist natürlich der Fall, dass Rho-Öl gleich Rho-Wasser halbe ist. In dem Fall haben wir wirklich klare Verhältnisse und da gilt unsere ursprüngliche Annahme. Jetzt haben wir es also besonders einfach. Jetzt läuft das Öl oben und unten gleichzeitig aus. Wenn ich das jetzt also versuche mal einzumalen, dann hätten wir hier oben also das Öl, hier und hier und hier das Wasser. Öl, Wasser und hier das Gummi. Und wir sehen jetzt, dass sich eben im Prinzip die Fläche hier genau verdoppelt hat, sodass das Gewicht und das Gewicht wieder dem Gewicht hier entspricht. Das heißt, in dem Fall haben wir hier wieder gerade R und hier sind wir genau auf Mittelpunktshöhe. In dem Fall sollten wir übrigens die horizontale Kraft bestimmen. Wenn wir da die Horizontalkraft bestimmen wollen, haben wir ja hier unten den gleichen Druck. Wir haben hier also im Prinzip ein Dreieck und wir haben hier auch ein Dreieck. Und die Ordinate ist nach hydrostatischer Grundgleichung die gleiche. Das ist Rho Wasser mal R mal G. Und deswegen kann ich jetzt eben im Prinzip sagen, ich habe hier eine Kraft F1, ich habe hier eine Kraft F2 und die Kraft F1 ist gerade 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Die Kraft F2 ist 1/2 mal Grundseite mal Höhe und F1 minus F2 ist also zwei Bratwürste minus eine Bratwurst gibt eine Bratwurst und das ist also 1/2 Rho WR Quadrat mal G. Das wäre jetzt also die Kraft. Das Ganze müsste ich noch mit dl multiplizieren. dl, dl. Das wäre jetzt die Kraft auf ein Stück der Länge dl und sie wirkt vom Öl aufs Wasser, was sehr praktisch ist. Das bedeutet eben, dass die eben im Prinzip unseren Ring spannt. Wenn ich also mir vorstelle, dass hier der Radius groß R ist und dass ich hier sozusagen einen Innendruck habe mit dieser Kraft hier, na, dann kann ich sagen, dass hier ist im Prinzip ein Innendruck P. Und dann kann ich sagen, diese Kraft P mal 2a ist gerade der Normalkraft in dem Ring mal 2. Das heißt, die Normalkraft, die ich hier an der Stelle in dem Ring in dieser Richtung hier habe, ist gerade gleich P mal R. Ja, und dann kann ich das hier auch noch ausrechnen. Das wäre also 1/2 Rho W. Das wäre allerdings ein großes R jetzt. Ein großes R. 1/2 Rho W mal R Quadrat mal G mal R. Dann müssten wir es haben. Das wäre also jetzt die Kraft, die ich hier in dem Ring in Längsrichtung hätte. Und das Öl würde also selber dafür sorgen, dass sich der ganze Ring, den ich im Prinzip so aufs Wasser legen kann, der würde also durch das Öl einen Druck von innen erfahren und sich selbstständig auf den Kreis bringen. Das wäre schon mal ganz praktisch. So, jetzt hätten wir noch den unwahrscheinlichen Fall, dass das Öl kleiner ist als Rohwasser halbe. Rohöl natürlich. Dann hätten wir also folgenden Fall.
So, der Fall ist gerade so. Dann hatten wir hier also das Wasser. Das wird jetzt natürlich genau das Gegenteil machen. Das würde jetzt also im Prinzip höher gehen. Das hier wäre das Wasser. Und das Öl würde jetzt also eben im Prinzip oben drüber laufen. Wir hätten jetzt also folgende Verhältnisse. Wir hätten jetzt hier ein besonders leichtes Öl. Wir hätten hier Wasser. Und wir hätten hier Wasser. Und wir hätten hier wieder einen Mittelpunkt. Und wir hätten hier wieder einen Winkel. Das wäre jetzt zum Beispiel wieder der Winkel Phi 2. Und wir hätten hier einen Winkel Phi 1. Und dann hätten wir wieder eine Skizze. Und diese Skizze, die würde wieder ein Kontrollsystem beinhalten, das im Prinzip so läuft. So, und dann hätte ich wieder eine hydrostatische Grundgleichung. Diese hydrostatische Grundgleichung, die würde sagen, dass also unter der Annahme, wie gesagt, jetzt das Rohöl leichter ist als Rohwasser halbe. Unter dieser Annahme hätte ich erstmal zu sagen, die hydrostatische Grundgleichung sagt aus, dass der Druck hier und hier der gleiche sein muss. Das heißt, wir haben hier Rohwasser mal R mal 1 plus Sinus Phi 2 ist der Druck auf der Seite und das ist gleich der Druck auf der Seite. Und dann habe ich hier allerdings noch den Winkel Pi halbe. Ja, hier ist die Sache einfach, diese Strecke ist R. Das heißt, wir haben erstmal Rohöl mal R plus R mal Sinus Phi 1, das ist die Höhe von hier nach hier, plus Rohwasser. Und das ist jetzt mal R. Und jetzt brauchen wir die Höhe von hier nach hier, das ist R minus Sinus Phi 1, R minus R mal Sinus Phi 1. Damit haben wir wieder eine Gleichung für die Winkel Phi 1 und Phi 2. Und jetzt kann ich mir wieder die Flächen überlegen. Jetzt kann ich sagen, hier ist zum Beispiel die Fläche A2, hier ist die Fläche A, hier ist die Fläche A1. Oh, jetzt müsste ich hier noch mehr Flächen einführen. Das hier ist die Fläche, naja, also müssten wir irgendwie durchnummerieren. Und dann könnte ich eben wieder sagen, Rohöl mal der Fläche plus der Fläche, Rohwasser mal der Fläche plus der Fläche plus der Fläche. Minus Rohgummi gleich 0. Also wenn wir das alles mal durchnummerieren wollen, zum Beispiel ja, A1, fangen wir hier an, A2, A3, A4, dann könnte ich jetzt also sagen, dass die Summe der Kräfte in Y-Richtung wie folgt laufen würde. Wir hätten erst dann wieder eine Auftriebskraft, das ist Rohwasser mal R mal 1 minus Sinus Phi 1. Mal nochmal ein R. Dann haben wir hier das G noch drin. Das G habe ich hier oben natürlich rausgekürzt. So, das ist erstmal die Auftriebskraft. Die nehme ich nochmal dL mal und mal 2R. Die wirkt also auf dieser ganzen Linie hier. Das ist die Kraft, die nach oben wirkt. Und davon ziehen wir jetzt ab, wieder die Gewichtskräfte. Das wäre also erstmal A2. Plus Augenblick A1, A2, da fehlt noch eine. Das hier ist ein A5. So, dann habe ich also A2 plus A5 mal Rohöl plus A1 plus A3 plus A4 mal Rohwasser. So, und das Ganze mal G. Und dann kommt noch das dL dazu. Und dann habe ich das Gewicht von dem ganzen Wasser. Und jetzt kommt noch das Gummigewicht mal PR Quadrat. Stift schreibt gerade nicht. So, nein, schreibt immer noch nicht. Tja, da bin ich jetzt wohl auch. Oh, jetzt ist irgendwas schiefgegangen. Ja, vielleicht tut es jetzt wieder. Tut mir leid, die Technik fällt gerade aus. Ich weiß leider nicht warum. Mein Stift schreibt leider im Moment nicht. Ja, dann muss ich es im Kopf erklären. Also wir sind ja im Prinzip fertig. Wir haben wieder zwei Gleichungen für Phi 1 und Phi 2 aufgestellt. Wir haben eben hier noch Rohgummi mal PR Quadrat mal dL mal G. Und das Ganze ist gleich 0. Und mit diesen beiden Gleichungen, der sagt also aus, der Druck hier ist gleich der Druck hier.
und zweitens mal die Summe der Kräfte in y gleich 0, haben wir wieder zwei Gleichungen für phi 1 und phi 2 aufgestellt und das Lösen der Gleichung lassen wir dem Numerikprofessor als Leckeren haben und damit denke ich, ist die Aufgabe fertig. Ich fange also nochmal an, das Ganze zusammenzufassen. Wir haben hier einen Vollgummiring. Dieser Vollgummiring soll eben im Prinzip das Öl hier auf der Innenseite abschotten. Wir haben drei Fallunterscheidungen. Einmal ist die realistische Annahme, dass Rohöl zwischen Rohwasserhalbe und Rohwasser, also zum Beispiel drei Viertel vom Wassergewicht. Dann sieht es so aus, dass der Wasserspiegel auf der Seite etwas sinkt und der Ölspiegel hier anläuft und das Öl unten drunter durchläuft. Selbstverständlich lassen wir hier die Wellen außer vor. Und wir haben zwei Gleichungen aufzustellen. Der Druck hier ist gleich der Druck hier und ein Kontrollsystem einzuzeichnen. Dann müssten wir sämtliche Flächen hier ausrechnen. Wenn wir sämtliche Flächen ausgerechnet haben, können wir sagen, die Summe der Kräfte in y-Richtung ist gleich 0. Der relative Trivialfall war der, dass wir gesagt haben, Rohöl ist genau die Hälfte vom Rohwasser. Dann ist die eine Strecke R und die andere Strecke 2R. Das Öl läuft gleichzeitig unten und oben aus, wenn es ausläuft. Und wir haben hier also das volle Volumen, das wir halten können. Und dann kommt die dritte Annahme. Die dritte Annahme, wir haben ein extrem leichtes Öl. Dann läuft das Öl oben drüber. Das ist die eher nicht zu erwartende Theorie. Und dann müssten wir eben auch die Flächen 1, 2, 3, 4, 5 aufstellen. Und wenn ich diese fünf Flächen habe, dann gucke ich, welche Flächen mit Öl voll sind und welche Flächen mit Wasser voll sind. Und ziehe das Gewicht ab, zeichne das Kontrollsystem ein und stelle die Gleichung auf. Und wie man A1, A2, A3, A4, A5 aufstellt, ist analog zu der Aufgabe vorher. Und das brauche ich dann nicht mehr vorzuführen, weil wir die entsprechenden Gleichungen schon alle stehen haben. Ja, damit ist, denke ich, die Aufgabe gelöst und ich hoffe, das Prinzip ist verstanden. Ach so, die Ölmenge, die kann man natürlich auch ausrechnen. Dazu brauche ich ja nur in den Grundriss zu gehen und ich kenne ja einmal die Höhe von dem Ölfilm, die habe ich ja hier ausgerechnet und die nehme ich dann zum Beispiel mal PR Quadrat, wenn R der große Radius ist und dann habe ich die Ölmenge, die ich maximal mit diesem Ring einfangen kann.